Wir schreiben den 7. Juli 2016, die Europameisterschaft in Frankreich neigt sich langsam dem Ende zu. Aber die Augen der Fußballwelt sind am heutigen Tag auf den örtlichen Fußballplatz in Kirchschlag am Wechsel gerichtet, wo die Wiener Austria im letzten Spiel der Sommervorbereitung auf den deutschen Zweitligisten TSV 1860 München trifft. Geschätzte Veilchen, liebe Freunde des gepflegten Fußballs, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Übertragung der violetten Generalprobe für die Saison 2016-2017. Es hätte eigentlich eine Live-Übertragung werden sollen, doch leider hatten wir hier leichte technische Probleme mit der Internetverbindung, die es uns unmöglich gemacht haben, das Spiel live zu streamen. Wir möchten Sie bitten, dies zu entschuldigen, aber wir zeichnen das Spiel auf und stellen es für Sie zur Nachlese oder zur Nachschau online. Ja, wir befinden uns hier in Kirchschlag am Wechsel. Das ist in der buckligen Welt und die Bedingungen könnten nicht besser sein. Sonniger Frühabend und lauschige 22, 23 Grad Celsius Außentemperatur, fast wolkenloser Himmel. Also es ist alles angerichtet für ein gutes und spektakuläres Spiel. Ja, wir dürfen uns endlich wieder auf eine Saison mit internationalen Spielen freuen. Und es geht schon bald los. Bereits am kommenden Donnerstag, dem 14. Juli, trifft die Austria in der zweiten Qualifikationsrunde für die Europa League auf den Sieger der Paarung FK Kuksi aus Albanien gegen FK Rudar Plievlja aus Montenegro. Das Hinspiel in Albanien endete 1:1 und das Rückspiel ist derzeit im Gange und wir werden Sie natürlich zeitgerecht über den Ausgang des Rückspiels informieren und dadurch auch darüber, wer unser Gegner nächste Woche sein wird. Die Veilchen tragen das erste Spiel daheim, sprich im Ernst-Happel-Stadion aus. Das Rückspiel steigt dann eine Woche später am 21. Juli. Dazwischen gibt's, damit uns nicht langweilig wird, auch noch die erste Runde im ÖFB Samsung Cup und zwar am 17. Juli auswärts gegen den Regionalligisten FC Dornbirn aus Vorarlberg. Sie sehen, die Saison beginnt ohne großes Geplänkel mit wichtigen K.O.-Spielen und es wäre eminent wichtig, dass die Veilchen in beiden Bewerben einen guten Start hinlegen, im Optimalfall mit einem starken 12. Mann. Wenn Sie also für den 14. Juli noch keine Kinokarten haben oder bei den Schwiegereltern eingeladen sind, kommen Sie doch ins Happelstadion und unterstützen Sie unser Team beim Start in die neue Saison. Und falls Sie bereits Kinokarten haben, schenken Sie sie doch einfach den Schwiegereltern und kommen Sie trotzdem zur Europa League. So, es kommen die Mannschaften aufs Feld und ich würde Sie gerne über die Aufstellungen beider Teams informieren. Wir beginnen natürlich mit der Wiener Austria. Wir haben hier heute im Tor die Nummer 31, Ossi Hatzikic. Die Viererkette bilden von links nach rechts Christoph Marcinko, in der Mitte Neuzugang Filipovic, daneben unser Abwehrchef Lukas Rothpuller und auf der rechten Außenbahn Jens Strüer-Larsen. Davor im defensiven Mittelfeld bilden Tarkan Serbest und Raphael Holzhauser die Doppel-6. Und weiters davor im offensiven Mittelfeld haben wir in der Mitte den jungen Dominik Prokop, der ein violettes Eigengewächs ist, auf der linken Seite Lukas Venuto und auf der rechten Seite Neuzugang Felipe Pirisch. Zu ihm später mehr. Stoßstürmer ist unsere Nummer 8, Larry Kayode. Bei den Löwen gestaltet sich die Aufstellung wie folgt. Im Tor die Nummer 1, Vitus Eicher. Die defensive Viererkette bilden von links nach rechts Wittek, Degenek, Rodney, der ja auch ein alter Bekannter der österreichischen Bundesliga ist, und rechts außen Busch. Im defensiven Mittelfeld Kai Bülow, davor die zwei Mittelfeldspieler Ajicek und Adlung. Und in der Offensive am linken Flügel Neuzugang Victor Andraji aus Brasilien. Auf der rechten Seite Karim Matmur und Stoßstürmer die Nummer 9 Mugosha. Ich werde Ihnen nachher zum Kader, zur Aufstellung der 60er und natürlich auch der Veilchen noch ein bisschen was erzählen.
Doch es gibt jetzt noch den Ehrenankick. Und dann wird Schiedsrichter Alen Kias diese Partie in Kürze anpfeifen. Der Vizebürgermeister kommt das normalerweise öfters, wie wir ja alle wissen. Ja, okay. Bravo Karel, bravo Peter, danke Stadtgeber, den Kirsten für die Unterstützung. Im Namen des UST-Sparkasse Kirschlag wünschen wir beiden Mannschaften ein faires Erfolg. So, der Ankick wurde ohne gröbere Verletzungen überstanden. Alles Gute, FK und Larry Coyote hat sich schon zum Mittelkreis begeben, um den Ankick dieses Spieles vorzunehmen. Er nützt offensichtlich die neue Regel aus, dass der Ball nach hinten ins eigene Feld gespielt werden kann und spielt jetzt den Ball zu Holzhauser. Das Spiel ist eröffnet. So, wir befinden uns bereits mitten im Geschehen. Lukas Rotpulle im Moment am Ball, spielt zu Serbest, der lässt ihn wieder zurück. Laufen zu Rotpulle und hier ein Seitenwechsel auf Raphael Holzhauser, der sich, wie wir auch schon letzte Saison öfters gesehen haben, gerne in die letzte Linie zurückfallen lässt, um von dort das Spiel zu öffnen. Jetzt Coyote gut, mit gutem Angriffspressing und er zwingt hier einen Einwurf für die Veilchen. Schon ziemlich nah an der Eckfahne, Marcinko jetzt mit dem Einwurf, sucht einen Anspielpartner und findet ihn mit Prokop, der aber zu spät zum Ball kommt. 60er Torhüter Eicher, ganz sicher. Ja, Filipovic hier den weiten Abschlag per Kopf geklärt. Ist jetzt gerade ein bisschen schwierig für die Austria-Defensive, weil sie die tiefstehende Sonne gegen sich stehen hat. Aber Filipovic hat diese Situation problemlos meistern können. So, Rotpuller legt wieder quer auf Filipovic. Diesmal lässt sich Serbest ein bisschen zurückfallen und spielt auf Holzhauser. Die 60er mit einer sehr kompakten Aufstellung, sehr schwer Anspielstationen zu finden. Jetzt Pires, Neuzugang Pires. Hier sehen Sie mit der Rückennummer 95, übrigens sein Geburtsjahr, mit einem sehr flinken Antritt. Und jetzt auf der rechten Seite, Prokop spielt wieder zurück zu Holzhauser. Die Austria ist zu Beginn dieses Spieles bemüht, den Ball laufen zu lassen, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, das Spiel zu kontrollieren, wie wir es von Trainer Thorsten Fink gewohnt sind. Jetzt Filipovic mit einem weiten Diagonalball, spielt hier rechts auf Venuto, der sich leider nicht durchsetzen kann. Weiter Befreiungsschlag von den 60ern, der Ball landet im Aus und es gibt abermals Einwurf für die Wiener Austria. Ja, lassen Sie mich kurz zu ein paar violetten Personalien kommen. Es gab jetzt in der Sommerpause ein paar Abgänge, namentlich Vance Shikov, der die Austria in Richtung Neftchi Baku nach Aserbaidschan verlassen hat. Fabian Kochs auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert, er ist jetzt zur Sturm Graz gewechselt. Auch Marco Meilinger ist nicht mehr Teil der Austria-Mannschaft, er ging nach Dänemark zu Aalborg, wo er einen ehemaligen Austria-Trainer trifft, nämlich Lars Söndergaard. Ja, und mit blutendem Herzen muss ich Ihnen leider auch bekannt geben, wenn Sie es nicht eh schon wissen, dass Alex Gorgon seinen Abschied von der Austria erklärt hat, verkündet hat. Da gibt es wohl kein Zurück mehr. Nach 21 Jahren
hat er beschlossen, doch nochmal etwas anderes sehen zu wollen. Wir können es ihm nicht verdenken, bedanken uns bei ihm. Gogo, wenn du hier reinschaust, liebe Grüße, nochmal vielen Dank für deinen Einsatz. Du hast wirklich lange Jahre alles für die Austria gegeben und alles Gute bei deiner neuen Station, wo auch immer sie sein mag. Ja, und höchstwahrscheinlich wird auch Marco Stark die Pfeilchen verlassen. Dem Vernehmen nach soll es Interessenten aus der ersten Liga geben. So, zurück zum Spiel. Ja, es gab jetzt hier einen Foul im Mittelfeld. Karim Matmur wurde gelegt. Es gibt einen Freistoß vom Mittelkreis, der wohl von Adlung getreten wird. Und der Ball läuft schon wieder. Rodney spielt quer auf Degenek. Ja, und sehr gutes Offensivpressing von Pires. Und zwingt Torhüter Eicher, den Ball ins Out zu schlagen. Und das sieht schon sehr kompakt aus, was die Austria hier mit ihrem Offensivpressing am Anfang erwirkt. Nämlich schnelle Ballverluste bei den Münchnern. Und jetzt tankt sich, glaube ich, Prokop Vares in den Strafraum durch, bleibt aber hängen. Jetzt der Versuch eines Konters, der aber von Larsen gestoppt wird. Es gibt Freistoß für die Löwen. Ja, die Austria hat allerdings in dieser Sommerpause nicht nur Abgänge zu verzeichnen, sondern auch Neuzugänge. Zwei davon können Sie jetzt gerade beim Kicken zuschauen, nämlich Innenverteidiger Petar Filipovic, 25 Jahre, Innenverteidiger Deutsch-Kroate, in Hamburg geboren, bei St. Pauli ausgebildet. Kam über Cibalia Vinkovci und Slaven Belupo Koprivnica letzte Saison zur SV Ried, hat dort eine sehr starke Saison gespielt und wurde jetzt bei der Austria als Nachfolger von Vance Schikov präsentiert. Der zweite Neuzugang, den Sie jetzt sehen können, während Serbes einen sehr schönen Diagonalball auf Marcinko spielt, der jetzt hier auf der linken Seite nach vorn geht, wohl die Flanke sucht, aber leider hängen bleibt. Aber Serb ist wieder hier, sehr beweglich, legt ab auf Holzhauser und der den gefühlvollen Ball auf Prokop reinspielt, ist aber zweiter Sieger im Duell gegen Vitus Eicher. Ja, zu zweiten Neuzugang Felipe Pires möchte ich Ihnen auch kurz was erzählen. Er ist offensiver Mittelfeldspieler, er ist der dritte Brasilianer bei der Austria, neben Venuto und Ronivaldo. Und kommt als Leihspieler von der TSG Hoffenheim. Wurde bei Red Bull Brasil ausgebildet und kam via Rasenball Leipzig nach Europa. Dann ein Jahr bei Liefering, kurz bei Red Bull Salzburg. Sie können sich wahrscheinlich an ein Cupspiel gegen die Wiener Austria erinnern, wo er zu unserem Leidwesen auch das 2:0 erzielt hat. Nach Red Bull Salzburg wechselte er zu Hoffenheim, wurde von dort umgehend an den deutschen Zweitligisten FSV Frankfurt weiterverliehen. Und all das, was ich Ihnen gerade über Felipe Pires erzählt habe, ist innerhalb von 3 Saisonen passiert. Er hat sich bei der Austria nach eigenen Angaben sehr schnell eingelebt, auch weil er Lucas Venuto aus Salzburger Zeiten gut kennt. Seine Rückennummer, wie gesagt, identisch mit seinem Geburtsjahr 95. Ja, es gibt noch weitere Neuzugänge, die Sie jetzt noch nicht am Platz sehen. Ich möchte hier kurz die beiden Rückkehrer in die Kampfmannschaft erwähnen. Peter Gluhakovic, 20 Jahre alt, Rechtsverteidiger. Auch ihn haben Sie schon möglicherweise im Austria-Umfeld wahrgenommen. Er ist seit 2010 bei der Austria, wurde im Juni in die Kampfmannschaft hochgezogen und wird wohl Fabian Kochs freigewordenen Platz auf der rechten Defensivseite einnehmen. Gluhakovic war 2014 bereits im Profikader, wurde aber dann nach St. Pölten verliehen und ist auch ÖFB U19 Teamspieler. Ja, ebenfalls zurückgekehrt ist Ismail Tajuri, 22 Jahre mittlerweile, Flügelspieler. Tajuri kam bereits 2004 im Alter von 10 Jahren zur Austria, verbrachte ab 2009 4 Saisonen bei Wiener Neustadt, kam dann zurück und war die letzten beiden Saisonen an Altach in Vorarlberg verliehen.
Ja, die letzte Personalie für den Moment ist eine hochinteressante. Und zwar geht es hier um Alexander Borkovic. Ich möchte kurz unterbrechen, weil die Austria wieder sehr, sehr aggressives Offensivpressing betreibt. Jetzt Serbest mit dem Ballverlust im Mittelfeld. Und Ajicek spielt raus. Jetzt ein Weitschuss. Problemlos gehalten von Osman Hacekic. Der Weitschuss war von 60er Neuzugang Viktor Andrade, der Brasilianer in Diensten der Münchner. Ja, der letzte Neuzugang, den ich Ihnen noch vorstellen möchte, ein hochinteressanter Mann, wie schon gesagt, Alexander Borkovic, 17 Jahre alt, ist gelernter Innenverteidiger, kann auch auf der Linksverteidigerposition eingesetzt werden, ist ÖFB U17 Teamspieler und spielt seit seinem 9. Lebensjahr für die Veilchen. Er erhielt einen Profivertrag bis 2019 und wurde von Trainer Fink mit sehr, sehr guter Kritik bedacht. Er ist ein Mann für die Zukunft, er ist aber auch ein Mann, der behutsam aufgebaut werden soll, aber ganz augenscheinlich ein sehr großes Talent. So, wenden wir uns wieder dem Spiel zu. Die Austria jetzt mit Rotpuller über die rechte Seite. Larsen legt ab, dieser Vorstoß ist nicht geglückt. Ja, es ist mitunter ein sehr geduldiger Spielaufbau, der hier von den Veilchen betrieben wird. Etwas, was wir auch schon aus der letzten Saison kennen, das Finksche System, das Spiel kontrollieren, den Ball gut zirkulieren lassen, auf die Räume warten, die sich zu einem gewissen Zeitpunkt auftun und dann mit einem gut getimten Vorstoß versuchen, Gefahr zu erzeugen. Dieser Diagonalball hat allerdings nicht funktioniert und jetzt Einwurf für die 60er von der von Ihnen gesehenen rechten Seite. Ja, Karim Matmur, den Sie vielleicht auch schon aus der Bundesliga kennen. Er hat früher unter anderem bei Borussia Mönchengladbach gespielt, hier mit der Nummer 8. Und jetzt wieder der Diagonalball auf Venuto. Venuto kann den Ball aber nicht gut genug unter Kontrolle zu bringen. Holt aber immerhin einen Eckball für die Veilchen heraus. Ja, wir sehen wie gewohnt, auch ein Bild, das wir von letzter Saison gut kennen. Raphael Holzhauser, der jetzt zur Eckfahne geht, um diesen Eckball zu treten. Während Lukas Rotpuller sich in den Strafraum begibt. Auch Filipovic, die beiden Innenverteidiger, sehr kopfballstark. Mal sehen, ob die Austria die Gefahr, die sie letztes Jahr bei Standardsituationen oft ausgestrahlt hat, wieder weiter kultiviert hat in der Sommervorbereitung. Der Eckball hat jetzt nichts eingebracht, aber immerhin Einwurf und wieder ist ist nicht mehr Holzhauser, jetzt ist Larsen, glaube ich, beim Einwurf ein bisschen weit weg jetzt zu sehen. Ja, Larsen auf Prokop und dieser Doppelpass hat leider nicht funktioniert. Ja, einen Mann werden Sie vielleicht vermissen. Es ist Kevin Friesenbichler. Die Situation um unseren Stürmer ist leider immer noch unklar. Friesenbichler möchte natürlich sehr gerne bei der Austria bleiben, aber die Verhandlungen mit Benfica Lissabon gestalten sich einigermaßen zäh. Es geht wohl ums liebe Geld. Aber es wurde leider noch keine Einigung erzielt. Vorige Woche am 1. Juli nach Auslaufen des Leihvertrages wurde Friesenbichler nach Lissabon beordert, nachdem die Portugiesen auf ein neuerliches Angebot der Austria nicht reagiert haben. Ja, oh, das ist gefährlich. Jetzt Mugosha geht alleine auf das Tor zu, wird von Marcinko im Zweikampf zu Fall gebracht, aber der Schiedsrichter sieht keinen Grund, seine Pfeife zu betätigen. Ist gut gestanden, dürfte es gut gesehen haben.
Ich glaube, seinem Urteil kann man vertrauen. Jetzt wieder Holzhauser. Ja, Kayode wieder genesen nach einer viralen Infektion. Pires macht auf mich einen sehr beweglichen Eindruck. Hat hier sehr oft die Bewegung nach innen schon gesucht in diesem Spiel. Ist ein Spieler, der sich selbst ja mehr zentral sieht als Zehner oder sogar als Stürmer. Thorsten Fink hat ihn bis jetzt eher als Flügelstürmer eingesetzt, aber ich muss sagen, er macht sich ja auch auf dieser Position ganz ausgezeichnet. Auch wenn man das jetzt nicht 1:1 betrachten kann, so soll Pires, nehme ich mal an, nominell die Position von Alexander Gorgon im Kader einnehmen. Jetzt ein schöner Wechselball auf Larsen. Ja, Prokop auch sehr beweglich vorne. Wuselt herum und sucht die freien Räume. Ah, pardon, das war Venuto. Ist ein bisschen schwierig jetzt hier mit der tiefstehenden Sonne auf der anderen Seite die Spieler zu sehen. Jetzt eine hohe Flanke. Ah, Kayode legt ab, aber da ist leider keiner, um diesen Ball weiter zu verwerten. Und jetzt die München im Konter, aber schon wieder der Ballverlust. Rotpuller gut gestanden, dazwischen gegangen. Und Serbes legt aber auf Holzhauser, der das Spiel neuerlich eröffnet. Marcinko. Ja, Venuto sehr abgeklärt, hat gesehen, dass es jetzt vorne keine Optionen gibt, hat den Ball direkt zu Torhüter Hatzikic zurückgespielt. Und jetzt Venuto, ja, hat versucht hier den Spieler zu umspielen, ist leider hängen geblieben. Schiedsrichter gibt abermals keinen Freistoß. Vertrauen wir seinem Urteil. Ja, noch ein kurzes Wort zu Friesenbichler. Wie gesagt, die Verhandlungen, der Poker geht weiter. Wir sind natürlich nach wie vor optimistisch. Wir hoffen, dass es gelingt, die Causa Friesenbichler positiv zu erledigen. Denn mit 10 Pflichtspieltoren letztes Jahr hat der Steirer gezeigt, dass er weiß, wo der Kasten steht. Obwohl er selten von Beginn an gespielt hat. Ja, und wenn Sie Alexander Grünwald heute am Feld vermissen, möchte ich auch noch ergänzend anmerken, Grünwald ist leicht angeschlagen, kein Grund zur Sorge, aber das Trainerteam hat entschieden, ihn heute zu schonen. Aber er ist dabei, er ist an sich fit, natürlich hochmotiviert und wird hoffentlich nächste Woche bei der Europa League den Veilchen wieder zur Verfügung stehen. Filipovic. Ja, Pass kommt nicht an, aber wird ins Out geschlagen. Es gibt Einwurf für die Wiener Austria. Ich muss dich kurz unterbrechen für eine wichtige Durchsage. Die Admira Mödli hat mit einem 3:2 Auswärtssieg die nächste Runde der Euroleague-Qualifikation geschafft. Gratulation an Admira Mödli! Ja, der Applaus, den Sie jetzt gerade hören, gilt nicht etwa dem wundervollen Einwurf von Christoph Marcinko, sondern der Stadionsprecher hat gerade durchgesagt, dass die Admira ihr Euroleague-Quali-Rückspiel gewonnen hat und in die nächste Runde aufgestiegen ist. So, Filipovic spielt rüber zu Holzhauser. Holzhauser diesmal mit dem kurzen Pass auf Kayode. Marcinko rückt auf. Ja, sucht jetzt die Tiefe. Ja, hat sich den Ball ein bisschen zu weit vorgelegt. Und es gibt Abstoß für die Löwen. Ja, sprechen wir kurz über die Sommervorbereitung der Veilchen. Das heutige Spiel ist ja das letzte Testspiel dieser Vorbereitung. Das Trainingslager wurde diesmal im kärntnerischen Seeboden abgehalten. Und wie wir es von Trainer Fink schon aus der letzten Wintervorbereitung kennen, hat die Austria auch diesmal sehr viele Spiele absolviert. Mit dem heutigen Spiel 8 an der Zahl in knapp 3 Wochen. So, Hatzikic jetzt mit einem Abschlag, wurde schon bedrängt von, ich glaube es war Adlung, aber konnte der mal rechtzeitig ins Feld schlagen. Die Vorbereitung ist von den Resultaten her durchaus positiv ausgefallen. Von bislang 7 Spielen
gab es 6 Siege und eine Niederlage. Wobei man aber auch anmerken muss, dass die Gegner insgesamt nicht so stark waren wie beispielsweise in der letzten Wintervorbereitung. Es gab einen 11:0-Sieg gegen Neuburg, einen 13:0-Sieg gegen SV Spital an der Drau, einen 7:2-Erfolg gegen die Mannschaft von Teuta Dures aus Albanien, eine 1:3-Niederlage gegen Zugaritski Belgrad, 13:0 gegen ASV Straßburg, Kärntner Mannschaft, 2:1 gegen den FAC und 2:1 gegen die Würzburger Kickers letztes Wochenende. So, jetzt Eckball für 1860. Ich glaube, Adlung tritt in. Ja, spielt den Ball kurz auf Wittek, den jungen Maxi Wittek. Und der Ball kommt gefährlich vor das Tor von Hatzikic. Aber an Freund und Feind vorbei und Lukas Rothbuller kann hier ohne Foul den Ball von Rodney zurückerobern. Jetzt ein langer Wechselpass auf Kajode, der kommt aber leider nicht an. Ein bisschen zu unpräzise. Wittek köpft den Ball ins Out. Holzhauser. Jetzt ein schöner Diagonalball auf Prokop gewesen. Fällt im Zweikampf, aber der Schiedsrichter pfeift abermals kein Foul. Ja, offensichtlich lässt Schiedsrichter Kias das Spiel gern laufen. Habe aber nicht den Eindruck, dass hier mit übermäßiger Härte agiert wird. Ich glaube, es bewegt sich hier alles im Rahmen. Marcinko mit dem Einwurf. Entscheidet sich für Pirisch. Jetzt Kajode. Pirisch wieder. Fällt an der Strafraumgrenze, aber natürlich nichts. Jetzt ein böses Foul von Kajode. Ist seinem Gegenspieler hier von hinten, ich glaube, in die Ferse gestiegen. Beschwert sich über den Pfiff, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, aber Schiedsrichter Kias hat alles unter Kontrolle, beruhigt hier die Akteure und es wird wohl Freistoß für die 60er geben. Er hat bereits die gelbe Karte in der Hand, das heißt, Kajode wird jetzt verwarnt. Ja, nochmal kurz zur Sommervorbereitung zurück. Wie gesagt, 7 Spiele, 6 Siege, 1 Niederlage. Was kann man noch hervorheben? Die besten Torschützen der Austria gesamt gesehen waren mit 4 Toren jeweils Tajuri, Larsen, Kwasina und De Paula. Grünwald insgesamt mit 3 Torerfolgen. Venuto und Ronny Waldo mit 2 Toren jeweils und ein Tor schossen Pirisch, Kehat, Prokop und Serbest. Die Mannschaft ist übrigens schon komplett, bis auf Torhüter Alma, den sie möglicherweise auch schon vermisst haben. Der ist noch auf seinem wohlverdienten Urlaub nach seinem Einsatz bei der Europameisterschaft und wird morgen zur Mannschaft stoßen. Filipovic zu Rothpuller wieder zurück und Holzhauser jetzt hier auf der linken hinteren Seite. Ja, das wirkt auf mich durchaus alles schon sehr eingespielt und sicher, was da hinten bei der Austria passiert. Jetzt ein langer Ball von Rothpuller nach vor, aber Prokop kann ihn leider nicht mehr erlaufen, beziehungsweise wird geblockt. Und es gibt Einwurf für die 60er. Ja, wie kann man das heutige Spiel oder wie soll man das heutige Spiel bewerten? Das heutige Spiel ist natürlich ein Testspiel. Es ist natürlich das letzte Testspiel vor Beginn der Saison 2016-2017. Das heißt, man kann durchaus ein kleines Auge auf das Ergebnis
haben, sollte aber ein größeres Auge oder größeres Augenmerk auf die Leistung, auf die taktische und fußballerische Leistung der Mannschaft legen. Welche Ziele hat der Trainer ausgegeben? Fink hat gemeint, es ist heute durchaus der Plan, den Spielern möglichst viel Spielzeit zu geben. Das heißt, die nominelle Startelf, die heute aufgeboten wurde, so lange wie möglich spielen zu lassen. Jetzt ein schöner Vorstoß. Und das ist das 1:0 durch Jens Drüer-Larsen. Nach einem wunderschönen Vorstoß. Ich glaube, es war Prokop. Ein ganz, ganz tolles Solo von der Mittellinie in den Strafraum rein und legt dann im letzten Moment auf Larsen ab, der ganz souverän ins lange Eck einnetzt. Eine wunderschöne Aktion und Larsen setzt hier seine Torgefährlichkeit, die er schon in der ganzen Vorbereitung mit 4 Toren angedeutet hat, fort. Das ist sein 5. Tor in der Vorbereitung und ja, das nenne ich doch mal einen guten Einstand. 26. Minute, FAK 1, TSV 1860 München 0. So kann es nach unserem Geschmack gerne weitergehen. So, das ist Degeneck, spielt auf den Rechtsverteidiger Busch. Busch geht jetzt vor, verfolgt von Pires. Und ein Foul von Marcinko. Am Brasilianer Andrade. So, der Freistoß wird von Adlung getreten. Spielt kurz auf Andrade. Der wird von Holzhauser nach des Schiedsrichters Meinung mit unlauteren Mitteln zu Fall gebracht. Und es gibt einen Freistoß. Diesmal in etwas gefährlicherer Position und zwar ungefähr 19, 20 Meter vom Tor entfernt. Adlung wird abermals treten und ich glaube, dadurch, dass er Rechtsfuß ist, wird er den Ball wahrscheinlich nicht direkt aufs Tor bringen. Allerdings steht auch der junge Maxi Wittek beim Ball, der durchaus mit dem Linken schießen kann. Man wird sehen, wer von den beiden den Ball tritt. Ja, es ist Adlung. Und Serbest per Kopf. Klärt zunächst. Und jetzt Larsen. Larsen mit dem weiten Pass. Das hätte ein Pass auf Kajole werden sollen. Ist leider nicht angekommen. Und das bedeutet Ballverlust. Und die 60er wieder am Leder. Mit einem weiten Ball nach vorne soll er auf Matt Moore gehen, aber der wird gut geblockt von Marcinko. Die Veilchen machen auf mich defensiv einen sehr soliden Eindruck. Die linke Hand weiß, was die rechte tut. Es wirkt alles gut eingespielt auf mich. So, jetzt wieder Holzhauser. Legt den Ball zurück ab auf Hadzikic und der spielt rüber auf Filipovic. Ja, und da Sie, liebe Austria-Fans, ja, bekannt sind auch für Ihren Sinn für das Schöne, für Ihren Sinn für Ästhetik, bitte werfen Sie auch ein Auge auf die wunderschönen neuen Austria-Trikots, die heute von den Spielern hier am Feld getragen werden. Ein sehr puristisches Design, gefällt mir persönlich sehr gut und ja, Sie haben jetzt noch 60 Minuten Zeit, sich an diesen Anblick zu gewöhnen, der Sie durch die neue Saison begleiten wird. Ja, es gibt jetzt drüben leider eine kurze Verletzungsunterbrechung. Ich kann es leider nicht genau sehen. Ich glaube, es ist Larsen. Ja, es ist Larsen. Larsen dürfte da ein bisschen was abbekommen haben, aber steht schon wieder und bereit zum Einwurf. Kajode zurück auf Larsen. Serbest. Und das Spiel ist abermals unterbrochen mit einem Freistoß für die Austria.
Ja, weiter, langer Pass auf Marcinko, ein bisschen zu weit, den erläuft er nicht mehr. So, nochmal kurz zur Sommervorbereitung. Trainer Fink hat ja auch verlautbart, dass die Mannschaft heute wahrscheinlich noch schwere Beine haben wird, weil im Moment noch mit der Intensität, mit der eben in einer Sommervorbereitung trainiert wird, im Moment noch gearbeitet wird. Ab nächster Woche wird das Trainerteam das Training dem Spielrhythmus anpassen. Oh, jetzt ist Maxi Wittek unserem Neuzugang Felipe Pirisch in den Rücken gesprungen. Es gibt Freistoß für die Austria im Mittelkreis. Also wie gesagt, ab nächste Woche normaler Trainingsrhythmus, diese Woche noch Vorbereitungsrhythmus, das heißt Substanz tanken, intensives Ausdauer, Schnellkraft und alles, was dazugehört, Training. Und das bedeutet naturgemäß schwere Beine, das heißt, mal sehen, ob irgendwann in der zweiten Halbzeit die Kräfte nachlassen. Wenn ja, ist das leicht erklärt. Ja, voll am Prokop. Und es gibt wieder einen Freistoß für die Veilchen, den wohl Raphael Holzhauser treten wird. Ja, lassen Sie mich kurz ein paar Worte zu den Löwen erzählen. Das ist ein Club, den ich Ihnen wahrscheinlich nicht näher vorstellen muss. Obwohl die Löwen seit 2004 nicht mehr in der ersten deutschen Bundesliga sind, sondern in der zweiten Liga. So jetzt Raphael Holzhauser mit dem Freistoß, bringt ihn hoch rein. Kajode erwischt den Kopfball nicht und jetzt der Konter von 1860. Prokop hat jetzt hier am Leiberl gezogen und wird wohl die gelbe Karte bekommen. Nach diesem Foul an Victor Andrade, der einen sehr agilen und beweglichen Eindruck macht. Ich glaube, dass sich der eine oder andere 1860-Fan über diesen Neuzugang freuen wird. Also wie gesagt, 1860 seit 12 Jahren in der zweiten deutschen Liga und trotzdem einer der renommiertesten Vereine in Deutschland. Muss einige Seiten zurückblättern, um nennenswerte Erfolge der 60er zu entdecken. Zu Buche steht hier zum Beispiel ein deutscher Meistertitel 1966, eine UEFA-Pokalteilnahme im Jahre 2000. Das war es dann aber auch schon im Großen und Ganzen. Insbesondere die letzten Jahre haben sich für die Münchner sehr schwierig gestaltet. Trainerentlassungen am laufenden Band, unter anderem auch große Namen wie Friedhelm Funkel, Benno Möhlmann, auch Ricardo Moniz, den Sie wahrscheinlich aus seiner Zeit bei Red Bull Salzburg kennen. In den letzten Jahren obendrein mehr oder weniger permanenter Abstiegskampf, haben im Verein natürlich auch für viel Unruhe gesorgt und unter anderem auch dafür, dass das Präsidium von 1860 München letzten Sommer geschlossen zurückgetreten ist. Aktueller Coach bei den Löwen ist Kostas Runjajić, den Fußball-Kibitzen unter Ihnen wahrscheinlich auch nicht ganz unbekannt. Kennt man von seiner Tätigkeit unter anderem bei Darmstadt 98, dem MSV Duisburg oder auch dem 1. FC Kaiserslautern. Kleine Fußnote, Runjajić wurde übrigens in Wien geboren. Ja, letzte Saison wurden die 60er auch von zwei Spielern mit violetter Vergangenheit verstärkt. Und zwar einerseits Rubin Okotie, der ja gut getroffen hat bei den 60ern. Und auch Michael Lindl, der auch heute hier in Kirchschlag da ist. Ich habe ihn vorher in die Kabine gehen sehen. Jetzt wahrscheinlich noch auf der Bank sitzt und möglicherweise in der zweiten Halbzeit eingewechselt werden wird. Rubin Okotie ist heute nicht mehr dabei, er hat den Verein im Sommer verlassen. Ziel noch unbekannt. Auch von den Spielern, die am Feld sind, kennen Sie vielleicht den einen oder anderen. Jetzt während sich Raphael Holzhauser nach einem Foul vor Schmerzen krümmt und am Boden liegt. Ich hoffe, es ist nichts Böses passiert.
Ja, es ist schon wieder ein Weg nach oben. Ja, andere Spieler, die Ihnen, wie gesagt, vielleicht aus der Bundesliga, aus der deutschen Bundesliga bekannt sein können, ist eben Rodney, der brasilianische Innenverteidiger, der heute mit der Nummer 20 spielt. So, ich muss wieder zum Spiel zurück. Felipe Pires zaubert hier an der linken Seite, legt ab auf Marcinko. Marcinko wählt die Kurzpassvariante auf Serbest, auf Prokop. Prokop, der mir heute sehr gut gefällt bis jetzt. Ja, aber leider hängen geblieben und jetzt die Münchner wieder im Konter. Aber die Situation schon halbwegs entschärft. Matmur hat jetzt den Konter abgestoppt und der Spielaufbau beginnt von neuem. Ja, auch Karim Matmur kein Unbekannter. Sie kennen ihn möglicherweise, vor ein paar Jahren hat er bei Borussia Mönchengladbach gespielt. Er war bei Eintracht Frankfurt, er war beim 1. FC Kaiserslautern. Auch Daniel Adlung, der Mittelfeldspieler mit der Nummer 11 hier mit den weißblonden Haaren, war mal bei Wolfsburg, VfL Wolfsburg, auch Aicicek, der neben ihm im defensiven Mittelfeld spielt, mit der Nummer 33. Ihn kennt man von Werder Bremen. Ja. Sascha Mölders, der jetzt im Moment nicht am Feld steht, ehemaliger Spieler von Duisburg, Rot-Weiß Essen, FSV Frankfurt, FC Augsburg. Also Sie sehen, auch der Kader der Münchner ist durchaus gespickt mit guten Kickern. Deswegen kann und sollte man das heutige Spiel sehr ernst nehmen. Eckball 1860. Ja, das war eine gefährliche Flanke, die ist gut reingekommen und Hatzikic kann den Ball nur wegfausten. Holzhauser versucht zu klären, aber sehr, sehr gefährliche Aktion. Es war schon wieder Andrade. Andrade ist der Spieler bei den Löwen, der in diesen ersten 36, 37 Minuten am meisten Gefahr ausstrahlt. Ein richtiger Wirbelwind, technisch sehr beschlagen und sehr schnell. Der Schuss ging aber Gott sei Dank am Tor vorbei. Die Löwen, schon wieder Andrade. Ja, wird zu Fall gebracht und kriegt hier den Freistoß. Ein kleines Techtelmechtel mit Luki Rothbuller. Aber der Schiedsrichter hat alles unter Kontrolle und eine kleine Aufregung hier mit Adlung und Larsen. Aber die Spieler beruhigen sich wieder. Das Spiel nimmt seinen Lauf und es wird Freistoß geben. Wieder getreten von Daniel Adlung, der bei den Münchnern so etwas wie der Spezialist für die Standards zu sein scheint. Ja, die Sonne steht jetzt schon sehr tief. Es ist für Hatzikic nicht sehr leicht, jetzt hier gegen die Sonne zu spielen. Aber auch das sind Situationen, die immer wieder passieren, auf die man sich als Spieler einstellen muss. Und er nimmt es als Herausforderung. Ja, wieder gefährlich reingekommen. Die Münchner noch immer im Ballbesitz. Adlung mit der zweiten Flanke, abgeblockt von Venuto. Und es gibt neulich Eckball. Ja, die 1860 wird jetzt stärker. Kickt den zweiten Eckball innerhalb von kurzer Zeit. Und wieder ist es Adlung, der ihn treten wird. Hatzikic ist mit den Händen am Ball, kann ihn aber nicht festhalten. Und schon wieder Andrade von der Strafraumgrenze. Oh, probiert es mit einem Fallrückzieher, aber das ist natürlich hohes Bein. Kajode mit einer kurzen Beschwerde, aber auch diese Situation ist schon wieder überstanden. Der Ball ist wieder im Besitz der Violetten und es wird wohl Raphael Holzhauser sein, der diesen Freistoß gegen die tiefstehende Sonne tritt. Ja, auch Filipovic macht auf mich jetzt in den ersten 39 Minuten einen sehr guten, auch schon gut integrierten Eindruck. Wird oft angespielt, ist in diesen langsamen, kontrollierten Spielaufbau der Austria bereits voll eingebunden.
Und jetzt Prokop. Schafft es leider nicht, rechtzeitig den Richtungswechsel vorzunehmen. Wurde gezwungen, sozusagen von zwei Gegenspielern mit dem Ball ins Out zu laufen. Und daher Einwurf für die 60er. Aber auch der junge Prokop gefällt mir sehr gut. Auch er hat ja von Thorsten Fink ein äußerst gutes Zeugnis ausgestellt bekommen. Wenn man sich jetzt so anschaut, was danach kommt mit Kluhakovic, mit Prokop, mit dem jungen Borkovic, dann kann man sagen, der Nachwuchs bei der Austria wächst und gedeiht. Und wir sind guter Dinge, dass diese Spieler die Kampfmannschaft sofort oder auch in absehbarer Zukunft gut verstärken werden. Ja. Abgesehen davon hat die Austria natürlich sehr gute Erfahrungen mit Innenverteidigern, die mit Vornamen Alexander heißen. Sie wissen, wen ich meine. Mal sehen, wie sich der junge Borkovic entwickeln wird. So, Matmur lässt sich auch sehr, sehr weit zurückfallen, um am Spielaufbau teilzunehmen. Die Löwen, ja, bei weitem abseits. Das war Mugosha. Stefan Mugosha, 24 Jahre aus Montenegro, der seit einem Jahr bei den Löwen kickt und vorher unter anderem beim 1. FC Kaiserslautern oder auch bei Erzgebirge Aue gespielt hat. Ja, Serb ist jetzt ein bisschen zu spät, aber Filipovic putzt aus, produziert eine Kerze. Aber nochmal die Löwen, jetzt über Busch auf der rechten Seite, der aufgerückte Rechtsverteidiger. Das ist Degenek. Degenek spielt rüber zu Rodney. Rodney auf Wittek. Wittek, der junge Maxi Wittek, ein Eigengewächs der Löwen. Mugoscher verlängert den Ball auf Matmur. Der wollte den Ball, glaube ich, ins lange Eck bringen. Abgefälscht von Marcinko. Und der nächste Eckball für die Löwen. Die Löwen, die jetzt mit Fortdauer des Spiels immer stärker werden. Diesmal der Eckball von der anderen Seite. Dennoch wird Daniel Adlung diesen Corner treten. Ja, Corner verlängert worden, aber auch wieder mal an Freund und Feind vorbei. Jetzt wieder die Münchner Andraji, diesmal von der linken Seite. Ja, verliert den Ball jetzt Pires. Pires und jetzt die Austria im Konter. Das ist auf der anderen Seite, ich glaube, Venuto. Ja, bleibt leider hängen. Schade. Sehr guter Vorstoß, aber nicht von Erfolg gekrönt. Venuto hier gegen zwei Spieler. Machtlos gewesen und Matmur jetzt ja, mindestens einen Schritt im Abseits gewesen. Ich weiß eigentlich nicht wirklich, worüber er sich hier aufregt. Das war wohl mehr als klar. So, Holzhauser spielt rüber zu Serbes. Der Serbes ist ein bisschen bedrängt, aber Rotpuller hat den Ball schon wieder unter Kontrolle. Ja, es ist nicht immer ganz ungefährlich, was die Austria defensiv spielt. Es wird versucht, Hatzikic einzubinden, als eine Art Libero sozusagen, eine zusätzliche Anspielstation. Das birgt natürlich gewisse Gefahren, aber das muss auch trainiert werden und alles in allem sieht es für meine Laienaugen sehr gut aus. Marcinko auf Hatzikic. Hatzikic wählt das kurze Abspiel auf Filipovic. Auch die Situation nicht ganz unriskant, aber mit Erfolg gelöst. So, Venuto auf der rechten Seite. Erreicht zumindest einen Einwurf. Wie immer in solchen Situationen üblich, geht Jens Trüe-Larsen nach vor, um den Ball hoch einzuwerfen. Auf Venuto. Der findet den Weg zurück über Rotpuller zu Filipovic. Filipovic jetzt im Moment letzter Mann. Und der Spielaufbau der Veilchen beginnt vom Neuen. Ja, das sind Dinge, die man
verinnerlichen muss, Geduld zu haben. Jetzt Serbest. Serbest spielt auf die linke Seite auf Pires raus. Pires im 1 gegen 1. Probiert es aufs kurze Eck. Ball offensichtlich abgefälscht und es gibt endlich wieder mal einen Corner für die Veilchen. Ja, Pires gefällt mir sehr gut. Er ist ein Spieler, der das 1 gegen 1 nicht scheut, im Gegenteil sogar sucht, der den schnellen Haken sehr gut beherrscht und aufgrund seiner Beweglichkeit und technischen Beschlagenheit sicherlich ein Faktor im Offensivspiel der Austria ist, der die Veilchen noch unberechenbarer machen kann. So, jetzt Corner von der linken Seite getreten von Holzhauser. Holzhauser spielt flach. Ja, was auch immer das hätte werden sollen, es hat nicht funktioniert. Jetzt Konter der Löwen, aber Venuto schon dazwischen. Und Schiedsrichter Allen Kias betätigt seine Pfeife, um die Spieler in die Kabine zu schicken. Die erste Halbzeit ist vorüber und verabschiede mich jetzt ganz kurz für ein kleines Päuschen. Wir hören und sehen uns am Anfang der zweiten Halbzeit wieder. Und ich werde Sie natürlich rechtzeitig darüber informieren, falls und welche Wechsel es bei den Veilchen gegeben hat. Bis gleich. Okay. Ja, wir sind wieder zurück hier in Kirchschlag am Wechsel. In Kürze beginnt die zweite Halbzeit des letzten Testspiels der Wiener Austria gegen den TSV 1860 München. Wie ich sehe, haben die Münchner durchgewechselt. Unter anderem sehe ich jetzt auch den ehemaligen Austria-Spieler Michael Lindl am Feld. Bei der Austria gehe ich gerade die Spieler durch. Ich sehe keinen einzigen Wechsel. Alle noch am Feld. Die Mannschaft unverändert zur ersten Halbzeit. Bei den Münchnern, wie gesagt, wurde durchgewechselt. Ich werde versuchen, anhand der Rückennummern Ihnen die Wechselspieler im Laufe der zweiten Halbzeit zu sagen. So, es gibt Freistoß für die Austria. Nachdem Larsen beim Kopfball angerempelt wurde, Holzhauser mit einem weiten Diagonalball auf Pires. Pires spielt zurück auf Marcinko, der lässt den Ball prallen auf Prokop und Prokop wird gefoult, unweit vom 16er auf der von Violett aus gesehen linken Seite. Natürlich ein Fall für unseren Standardspezialisten Raphael Holzhauser. Ja, der war gar nicht so ungefährlich, wurde aber von einem Löwenverteidiger per Kopf ins Tor verlängert. Deswegen gibt es gleich einen Eckstoß, der wohl wieder von Raphael Holzhauser getreten werden wird. Auch Lukas Venuto steht bei der Eckfahne, wartet auf das kurze Abspiel. Holzhauser, glaube ich, entscheidet sich für den langen Ball. Ja, kommt gefährlich vors Tor und der Torhüter der Löwen kann den Ball nur wegschlagen. Marcinko noch einmal, aber diesmal hat der Münchner Torwart den Ball sicher. Larsen gewinnt das Kopfballduell. Und jetzt die Löwen über die rechte Seite. Ein Fallrückzieher. Ja, aber relativ harmlos unterm Strich.
Das war der slowenische Legionär Goran Šukalo. So, Einwurf für die Löwen wird vorgenommen durch Jegenolu. Ja, Rotpuller gewinnt das Kopfballduell. Prokop nicht unterlassen, kriegt er den Freistoß. So, ich habe jetzt die Aufstellung der Löwen für die zweite Halbzeit bekommen. Ja, die Mannschaft hat in der Tat durchgewechselt. Holzhauser spielt auf Prokop. Holzhauser entscheidet sich für den Pass zurück zu Torhüter Ossi Hacikic und Hacikic mit dem weiten Abschlag nach vorne. Da ist aber niemand. Prokop kriegt den Ball, spielt auf Kajode, der in der Bedrängnis spielt den Pass, der eigentlich für Pires gedacht war, ins Out. Ja, soeben am Ball mit dem weiten Pass nach vorne, hier mit der Nummer 10 bei den Löwen. Das ist der Steirer Michael Lindl, den Sie natürlich von seiner Zeit bei der Austria kennen. So, es gibt Einwurf für die Münchner. Wieder Lindl am Ball, spielt rüber. Ja, eine ganz gute Chance, aber der Löwenstürmer, ich sage Ihnen gleich, wer das ist, hat den Ball nicht unter Kontrolle bekommen. Serbest verlagert das Spiel auf die linke Seite zu Holzhauser, der spielt einen Ball in die Tiefe auf Prokop. Und Pires kann hier nur mit einem Foul gestoppt werden. Es gibt abermals Freistoß für die Wiener Austria. Ja, Pires kriegt heute ziemlich auf die Knochen. Ich hoffe, dass er sich bei diesem Foul nicht schwerer verletzt hat. Liegt am Boden und seine Mitspieler haben das Betreuerteam herangewunken, um den jungen Brasilianer zu versorgen. Ja, wir haben jetzt die Ersatzspieler bekommen, die eingewechselt worden sind von 1860 München. Wir begrüßen neu im Spiel mit der Nummer 21 Jan Zimmermann, mit der Nummer 2 Jan Mauersberger, mit der Nummer 17 Felix Udukay, mit der Nummer 26 Kilian Jakob, mit der Nummer 37 Sertan Yeginoglu, mit der Nummer 10 den österreichischen Legionär Michael Lindl. Mit der Nummer 15 Goran Šukalo, mit der Nummer 19 Florian Neuhaus, ein ganz junger Spieler, mit der Nummer 13 ein bekannter Spieler aus der Bundesliga Sascha Mölders und mit der Nummer 18 der Kagar Nico und last but not least ebenfalls ein junger Spieler, Jahrgang 1997, der Moritz Henrich. Gutes Gelingen, Jungs. Ja, möchte mich an der Stelle beim Stadionsprecher, Platzsprecher von USC Kirchschlag bedanken, der für mich in die Bresche gesprungen ist. Er hat die Aufstellung der Löwen für die zweite Halbzeit erhalten und sie für Sie gut hörbar hoffentlich durchgesagt. Ich werde versuchen, mich im Laufe der zweiten Halbzeit auf seinen Wissensstand zu bringen. Ja, bitte Sie, diese Informationsdefizite hier zu entschuldigen, aber es ist nicht ganz einfach, hier an die Informationen ranzukommen. Wir tun unser Bestes. Holzhauser. Ja, versucht es direkt, der Ball geht nicht so weit am kurzen Eck vorbei. Ich bekomme interessante Infos von meinem Nachbarn aus Deutschland. Hat allerdings nicht ganz gefährlich gewirkt. Im Juni das Tor des Monats in Deutschland geschossen. Gratulation Nummer 19, Florian Neuhaus.
aus 50 Metern. Jetzt Kajode über die rechte Seite. Ja, wird gleich von zwei, drei Spielern zugestellt. Sehr, sehr schwer, sich hier zu behaupten. Rotbuller spielt quer auf Filipovic und Filipovic sucht und findet Pires auf der linken Seite, der heute wirklich sehr viele Ballkontakte zu verzeichnen hat. Jetzt leider der Pass zu Prokop nicht angekommen und die Löwen wieder am Ball. Zimmermann. Den weiten Abschlag, der kommt bei Larsen an. Larsen köpft direkt zu Lindl. Und Serbest blockt den Ball ins Out. Larsen mit dem Einwurf. Auf Venuto, Venuto spielt zurück auf Larsen. Larsen versucht den langen Wechselpass auf Pires, der auf der anderen Seite wartet, aber der Ball kommt nicht an. Einwurf für Violett. Holzhauser verliert den Ball. Lindl wird zu Fall gebracht. Nichts passiert, Freistoß, es geht weiter. Jetzt ein weiter Wechselpass auf die Nummer 37, das ist Yeginolu. Yeginolu mit dem Ballverlust gegen Larsen. Die Austria versucht sich mit spielerischen Mitteln aus den Defensivsituationen rauszukombinieren. Das gefällt mir sehr gut. Ist ein Zeichen von gutem Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Jetzt ein gefährlicher Pass auf den Stürmer mit der Nummer 18, das ist Nico Karger. So, wir nutzen den Unterbrecher wieder für den wichtigen Durchsagen für die Austria-Fans. Der Gegner in der Euroleague-Qualifikation ist fixiert. Die Mannschaft aus Albanien, Kuksi, ist der Gegner der Austria. Wir wünschen alles Gute bei diesem Qualifikationsspiel. Ja, wieder ist mir der Stadionsprecher zuvor gekommen, aber Sie wissen es wahrscheinlich ohnehin, weil Sie ja jetzt gerade eine Aufzeichnung sehen. Der Euroleague-Gegner, das war jetzt ein schwerer Rückpassfehler von Rotbuller. Der hat den Ball mit dem Kopf gescherzelt und Karger quasi in den Lauf gespielt. Der lief alleine auf Hatzikic zu, hat sich aber den Ball zu weit vorgelegt. Oh, jetzt ein böses Foul an Prokop. Hat Gott sei Dank böser ausgesehen, als es im Endeffekt war. Es gibt Freistoß für die Austria an der Mittellinie. Ja, war durchaus eine brenzlige Situation, jetzt aus Sicht der Veilchen, die aber Gott sei Dank nicht zum Torerfolg für die Münchner geführt hat. Ja, also wie gesagt, Sie haben es wahrscheinlich schon gehört und Sie wissen es wahrscheinlich ohnehin schon, weil das ja hier eine Aufzeichnung ist. Der Gegner der Wiener Austria in der Europa League Qualifikation nächste Woche beim Heimspiel im Ernst-Happel-Stadion heißt Kuksi aus Albanien. Es ist eigentlich der Gegner, den sich Thorsten Fink auch gewünscht hat. Das Trainerteam war ja beim Hinspiel in Albanien vor Ort, um sich die Mannschaft und auch die Gegebenheiten anzuschauen. Und Thorsten Fink hat nachher im Interview gemeint, dass er absolut zufrieden wäre, wenn Kuksi der Gegner der Veilchen ist. Sein Wunsch ist soeben in Erfüllung gegangen. Jetzt Venuto. Venuto hat sich gut durchgetankt. Weitschussversuch bei einem TSV 1860 Verteidiger hängen geblieben, aber die Austria schon wieder im Vormarsch. Wieder über Pires, über die linke Seite. Pires findet kein Durchkommen, spielt den Ball zurück auf Marcinko und Holzhauser zurück auf Filipovic. Ja,
Jetzt ein weiter Abschlag auf Larsen. Larsen kriegt den Ball unter Kontrolle. Und die Austria mit einem weiten Diagonalball auf Pirisch. Pirisch, der heute sehr oft angespielt wird. Das gefällt mir sehr gut. Für einen Neuzugang wirklich schon sehr gut in das Finksche System eingearbeitet. Und es gibt den nächsten Freistoß für die Veilchen. Ganz interessante Konstellation am 16er, die Spieler alle in einer sehr engen Gruppe beieinander stehend. Hat man bei der Euro auch schon teilweise gesehen, Serbest mit dem Kopf, aber hat den Ball leider nur gescherzelt. Der Ball wird zum Aufsitzer und springt über die Querlatte. Ja, hätte er den Ball scharf getroffen, mein Gott, hätte Vari. Damit fangen wir lieber erst gar nicht an. Auf jeden Fall eine gute Chance, aber letztlich ohne Torerfolg und es gibt Abstoß vom Tor von Torhüter Zimmermann. Jegenolu. Auf Heinrich. Jetzt Lindl von der Strafraumgrenze. Entscheidet sich fürs Abspiel. Hatte kurz überlegt, ob er den Abschluss selber suchen soll, aber er hat sich für den Pass auf die Seite raus entschieden und die Flanke danach konnte problemlos entschärft werden. Prokop. Abermals Prokop. Auf Venuto. Venuto behauptet den Ball und der Ball geht wieder zurück zu Raphael Holzhauser, der die Seitenverlagerung sucht. Die Austria mit sehr viel Spielverlagerungen, vor allem hier in der zweiten Halbzeit. Man spielt geduldig, auch wenn Filipovic jetzt der Ball über den Rist gesprungen ist und es dadurch Einwurf für die Löwen gibt. Lindl. Jetzt, das war der junge Kager. Es gibt Freistoß für die 60er. Wird natürlich getreten vom Freistoßspezialisten Michi Lindl. War schon bei der Austria so, warum sollte es bei den Löwen anders sein? Der Mann mit dem Zauberfuß. Wird mit seinem starken linken schießen. Ah, es gibt ja noch einiges Gerangel an der Strafraumgrenze. Luki Rothbuhler versucht sich als Diplomat, versucht hier zu beschwichtigen. Auch der Schiedsrichter ganz in der Nähe des Geschehens. Ah, es gibt einige versöhnliche Handschläge, alles gut. Und Lindl jetzt mit dem Freistoß. Ja, nicht ungefährlich. Kager kriegt den Ball aber nicht mehr vor der Torauslinie und es gibt Abstoß vom Tor der Veilchen. Ja, die Frage, die sich einige von Ihnen vielleicht stellen werden, ist das die Einsermannschaft, die wir heute sehen werden? Kann man jetzt so nicht sagen, aber klar ist natürlich, es ist das letzte Testspiel und dadurch, allein durch die Tatsache, dass Trainer Fink bis jetzt, und wir schreiben immerhin schon die 62. Minute, noch keinen Wechsel vorgenommen hat, spricht zumindest dafür, dass ein Großteil der Spieler, die Sie jetzt am Platz sehen, auch diejenigen sein werden, die nächste Woche gegen Kuxi beginnen. Venuto. Ja, Venuto nimmt Tempo auf, schickt Pires. Auf der linken Seite, Pires jetzt mit dem Haken nach innen, bleibt hängen, gegen drei Verteidiger, sehr, sehr schwer. Muss auch den Münchnern hier eine wirklich massierte Defensivleistung zusprechen. Venuto hat sich hingesetzt, dürfte einen Schlag abbekommen haben, aber es steht schon wieder, der Brasilianer, nicht nur ein exzellenter Techniker,
sondern auch hart im Nehmen. Lindl. Pass zu Jegenolu. Zimmermann, Mauersberger, Jegenolo, ja, das war der junge Kager, erfolgreich bedrängt und musste den Ball jetzt ausspielen, deswegen jetzt wieder Jens Strüher-Larsen mit dem Einwurf auf Venuto. Venuto, ja, hat sich sehr gut aus dieser engen Situation befreit und das Spiel wieder auf die linke Seite verlagert. Marcinko. Larsen. Sehr schöner Doppelpass mit Kajode, aber Larsen bleibt an Schukalo hängen. Abseits, abseits, abseits. Das war Sascha Mölders. Ja, noch eine Neuigkeit, die ich inzwischen erfahren habe, die diejenigen interessieren wird, die die Karriere von Rubin Okotie verfolgen. Rubin Okotie hat heute selbst verlautbart, dass er einen neuen Verein gefunden hat. Er wechselt nach China und zwar zum Beijing Enterprises Group FC in die zweite chinesische Liga, allerdings mit Aufstiegsambitionen in die erste Liga. So, jetzt wieder zurück zum Spiel. Larsen auf der rechten Seite kriegt den Einwurf. Auf Höhe des 16ers spielt auf Prokop. Prokop befreit sich schön. Pires zurück auf Filipovic. Filipovic sprintet gegen Mölders, aber dieses Duell dürfte er leicht gewinnen. Serbest. Ja. Es ist das System von Thorsten Fink, wie schon in der ersten Halbzeit erwähnt. Versuchen, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, das Spiel zu kontrollieren und im richtigen Moment den Rhythmus zu wechseln. Jetzt allerdings ein Fehler in der Defensive und das hätte fast brenzlig werden können. Jetzt ja, Kajode hat versucht, den Ball auf Prokop abzulegen, aber der Plan ist leider nicht aufgegangen und jetzt ein Freistoß für die 60er. So. Den Freistoß tritt, dreimal dürfen sie raten. So, eine ähnliche Situation hatten wir schon
War ein hoher Freistoß. Ja, und der Ball ist im Tor. Der Ball ist im Tor. Lindl hat den Ball in Richtung Tor reingezirkelt. Ich habe es leider nicht genau gesehen, weil die Sonne, wie gesagt, sehr tief steht. Es mir sehr schwer macht, die Rückennummern der Spieler zu lesen auf dieser Entfernung. Aber der Ball wurde noch von einem 60er gescherzelt und ist dann im langen Eck gelandet. Hatzigic hier ohne Chance. Ah, das Tor wird nicht gegeben, wenn ich das richtig beurteilen kann. Es dürfte abseits gewesen sein. Glück für den FK Austria Wien. Es bleibt beim durchaus erbaulichen Spielstand von 1:0. Mit der Nummer 27, Marco Quasner bei der Austria Wien. Ja, abermals ist mir der Stadionsprecher zuvorgekommen. Und vom Platz genommen worden die Nummer 16, Dominik Prokop. Sie haben es gehört, Marco Quasner rein, Dominik Prokop raus. Aber ansonsten die Mannschaft der Veilchen unverändert. Quasner scheint auch die Position von Prokop einzunehmen. Es kann allerdings auch sein, dass Thorsten Fink jetzt auf ein System mit zwei Stürmern umgestellt hat. Quasner und Kajode bewegen sich fast auf einer Linie. Quasner hängt ein bisschen. Ja, tatsächlich, lässt sich jetzt ein bisschen in die Tiefe fallen. Und Kajode, der ja mit einer Viruserkrankung aus Nigeria zurückgekommen ist, noch nicht sehr lange mittrainieren kann, aber auf mich heute schon wieder einen recht fitten Eindruck macht. Jetzt sein Partner im Sturm. Ja, 60er mit einem weiten Ball nach vor, aber der ist schon wieder aus Münchner Sicht verloren und Marcinko auf der linken Seite spielt den Ball zu Hatzigic zurück. Jetzt weiter Abschlag auf Larsen, der mir heute auch sehr gut gefällt. Sehr agil, sehr beweglich, sehr viele Ballkontakte und nicht zuletzt dieses wunderschöne Tor in der ersten Halbzeit für die Veilchen zittert. Freistoß getreten von Raphael Holzhauser. Es gibt jetzt einen Wechsel bei den Münchnern. Und zwar jetzt Holzhauser wieder dazwischen. Lindl mit dem Pass auf den linken Flügel und jetzt geht der junge Nico Kager im Duell gegen Rotbuller, spielt rein und Holzhauser mit dem Fuß dazwischen. Schukalo. Ja, der Schuss von Lindl nicht weiter gefährlich ausgefallen, Hatzigic sicher. Ja, ist auch gut und wichtig für einen Torhüter im Spiel, viele Bälle zu kriegen. Jeder gefangene Ball stärkt das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen. Und Hatzigic ohnehin ein sehr sicherer Rückhalt für die Austria. Wie gesagt, unser nomineller Einser-Torhüter Robert Almer stößt morgen wieder zum Team. Man wird sehen, wer nächste Woche im Kasten stehen wird. Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass es Robert Almer sein wird, aber das letzte Wort habe nicht ich, sondern der Trainer. Jegenolu. Mauersberger. Ja,
Jetzt die Münchner versuchen es auch mit gepflegtem Kurzpassspiel. Luki Rothpuller mit einem relativ rustikalen Einstieg. Kajode jetzt auf Pires. Pires hat eine freie Bahn aufs Tor, aber der Schuss ist ihm wohl ein bisschen abgerissen und geht daher am langen Eck vorbei. Wäre ich Statistiker, würde ich das nicht unter Chance verbüßen. So, ich sehe, es stehen wieder zwei Spieler bei der Austria zum Wechseln bereit. Ich glaube, dass Lukas Venuto sich auf den Weg hinaus macht. Ich glaube, Ismail Tajuri zu erkennen, der jetzt das Feld betritt. Ja, es ist tatsächlich Tajuri mit der Nummer, Rückennummer 7. Und außerdem geht Pires raus und ich glaube, das kommt der junge Pech Livanis, wenn ich mich nicht täusche. Mit anderen Worten, Thorsten Fink hat jetzt die brasilianische Flügelzange ausgewechselt. Mit einem Applaus Venuto und Pires. Und neues Spiel, die Nummer, also daher Bacciuri und Tecchivani. Ja. Ich habe jetzt ein Tor auf den Stadionsprecher aufgeholt. Diesmal war ich mit der Information zuerst. Aber er steht neben mir und möchte mich trotzdem herzlich für die laufenden Informationen bedanken. Überhaupt die Organisation vom USC Kirchschlag hier leistet ganz hervorragende Arbeit. Ich glaube, alle Veilchen, auch die Spieler, fühlen sich hier sehr wohl und das Testspiel läuft, muss man wirklich sagen, unter absolut perfekten Bedingungen ab. Und ist in jedem Fall eine geglückte Generalprobe für die Europa League Quali nächste Woche am Donnerstag im Ernst-Happel-Stadion. Ja, jetzt Zimmermann versucht hier gegen Kajode zu gabeln. Kann auch ins Auge gehen. Kwasina. Larsen auf Pechlivanis. Jetzt der Jegenolo ausgerutscht. Ja, jetzt hat Kajode den Ball leider knapp nicht unter Kontrolle bekommen. Hätte durchaus zu einer gefährlichen Situation werden können. Und jetzt ein Stürmerfoul von Kwasina an Michi Lindl. Ja, hoher Ball landet bei Petar Filipovic, der mir heute auch sehr gut gefällt. Für ihn gilt in meinen Augen das Gleiche wie für Pires. Beide wirklich schon sehr gut eingebunden, werden sehr viel angespielt, zeigen auch ein gutes Positionsspiel. Ein Zeichen dafür, dass sie sich sehr schnell bei der Austria eingelebt haben. Bestätigt ja auch das, was Thorsten Fink gesagt hat, dass die beiden absolute Wunschspieler von ihm waren und jetzt ein Foul an Larry Kajode, allerdings in der eigenen Hälfte. Wir schreiben mittlerweile die 77. Minute, haben noch eine knappe Viertelstunde Zeit, hier die Veilchen zu bewundern und ich würde Sie gerne noch einmal einladen, noch einmal auffordern, wenn Sie nächsten Donnerstag Zeit haben, kommen Sie bitte ins Happelstadion, unterstützen Sie die Mannschaft bei diesem ersten und gleich sehr, sehr wichtigen Pflichtspiel in der neuen Saison. Es geht letztlich darum, einen Grundstein zu legen, um hoffentlich die Gruppenphase der Europa League zu erreichen. Sie wissen, was die Gruppenphase der Europa League bedeutet. Bedeutet schöne Auswärtsfahrten, neue Länder, interessante Kulturen, schöne Fußballspiele und ja, Nach diesen Europacup-losen Saisonen aus violetter Sicht, denke ich, sollte man als kultivierter Austria-Fan sich diese Chance nicht entgehen lassen. Jetzt Tajuri versucht über links in den Strafraum einzudringen. Ball ist aber leider beim Gegner gelandet und es gibt Einwurf für die Wiener Austria.
Danke an den Zuschauer, die außerhalb des Zaunes stehen, bitte den Ball zurückbringen. Dankeschön. Und wunderschönen Grüß Gott aus dem Weststadion Kirchschlag. Ja, Sie hören äußerst familiäre und freundschaftliche Atmosphäre hier. Während dieser hohe Diagonalball, der für Pechlivanes gedacht war, leider im Torort landet. Ja, nochmal kurzes Wort zur Bundesliga. Haben wir noch gar nicht besprochen. Die Bundesliga beginnt für die Veilchen ein bisschen später als der ÖFB Cup und die Euroleague-Qualifikation, nämlich am 24. Juli mit dem Auswärtsspiel gegen den Aufsteiger SK in St. Pölten. Ein Spiel, auf das ich mich besonders freue, denn es bedeutet ein Wiedersehen mit Trainer Karl Dachsbacher, der ja nicht nur als Spieler ein violettes Urgestein war, sondern auch als Trainer 3,5 sehr erfolgreiche Jahre lang das Zepter am Verteilerkreis geschwungen hat. Ich freue mich jedenfalls riesig auf das Wiedersehen mit Sir Karl. Jetzt eine Chance für die Löwen. Schuss von knapp innerhalb des Strafraums, aber der ging doch relativ deutlich am Tor vorbei. Ja, noch ein weiterer Hinweis in eigener violetter Sache. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sportfreunde, die wir alle sehen, die Admira Macker spielt nach dem Aufstieg in der ersten Ballrunde der Euroleague die nächste Runde gegen Kappas Ganya aus Aserbaidschan. Und nochmal die Durchsage für die Austria Wien-Fans. Die Austria spielt gegen FC Kukesi aus Albanien. Wir wünschen beiden Mannschaften alles Gute. Mögen Sie den österreichischen Fußball gut vertreten. Das werden Sie. Alles Gute! So, ich muss natürlich als Gast hier dem Stadionsprecher den Vortritt lassen. Sie haben die Durchsage wahrscheinlich selber verstanden und gehört. Nochmal zurück in eigener Sache möchte ich Sie darauf hinweisen und auch herzlich dazu einladen. Morgen am Freitag, dem 8. Juli, lädt die Austria zum Fan Day in die Akademie. Für die, die es nicht wissen, die ist in der Lahrbergstraße 143. Das ist wenige hundert Meter hinter dem Horststadion, hinter der Generali Arena, pardon. Und ab 16 Uhr wird die neue Mannschaft inklusive eben der Neuzugänge vor der Akademietribüne präsentiert. Zudem gibt es Interviews mit Trainer Thorsten Fink und Sportdirektor Franz Wohlfahrt. Und das neue Heimtrikot, das Sie anhand unseres Streams schon vorab genießen dürfen, bewundern dürfen, wird offiziell präsentiert. Um 16.30 Uhr folgt dann eine Autogrammstunde mit den Spielern und ich nehme mal an, auch dem Trainer. Und es gibt Fußball-Action mit Fans und Spielern am Rasen. Ich kann nur sagen, kommen Sie. Morgen 16 Uhr, Austria-Akademie. Red Bull Salzburg spielt in der Champions League-Qualifikation gegen Lefaya aus Litauen. Auf Red Bull Salzburg, alles Gute! Lettland, Entschuldigung, nicht Lettland. Apropos Generali Arena, Sie wissen ja, dass die Austria die nächsten zwei Saisonen im Ernst-Happel-Stadion spielen wird. Die Umbauarbeiten in der Generali Arena haben bereits begonnen und trainiert wird seit dem 13. Juni im Viva Trainingszentrum in Steinbrunn am Neufeldersee im wunderschönen Burgenland. Diese Trainings- und Spielsituation wird für die nächsten zwei Saisonen so bleiben, während die Generali Arena zu einem wunderschönen, richtig vorzeigbaren Schmuckkästchen umgebaut wird. Mit allem drum und dran. Und jetzt kehren wir zum Spiel zurück. Gelbe Karte für einen Münchner Spieler, den ich leider von hier aus nicht identifizieren kann. Nach einem relativ rüden Foul von hinten an Raphael Holzhauser. Es gibt Freistoß für die Austria aus dem linken Halbfeld. Diesmal die Innenverteidiger nicht aufgerückt. Holzhauser wird trotzdem den langen Ball schlagen. Ja. Kommt rein, quasi noch steigt zum Kopfball, verliert das Kopfballduell. Und Tajuri kann den Ball sichern, Holzhauser wechselt auf Serbest. Serbest versucht es mit einem Direktschuss, der ist abgefälscht und es gibt abermals Eckstoß für die Wiener Austria, für die Veilchen. Raphael Holzhauser trabt schon in Richtung Eckfahne, er ist ja der Spezialist für sämtliche Standards bei der Austria. Und wird auch diesen Eckball treten.
für die Taktikfüchse unter sie. Larsen und Marcinko sichern ab. Die beiden Innenverteidiger sind natürlich nach vorne mitgegangen. So, Marcinko jetzt. Entschuldigung, Deutschland gegen Frankreich. Mit einem nicht ungefährlichen Ballverlust, aber Larsen sofort in die Bresche gesprungen und hat den Ball ins Out geschlagen. Es gibt Einwurf für die Löwen. Und zwar von Jegenolu, der sich den Ball von den Sanitätern holen muss. Ja, mit dem Kopf verlängert von Kaga, aber Rothbuller hat aufgepasst. Sehr aufmerksam, absolut fehlerlose Partie von Lukas Rothbuller heute. Der sich, ich muss es wieder mal sagen, als Abwehrchef wirklich hervorragend entwickelt hat. Und sehr, sehr, sehr souverän spielt. Jetzt sich mit einem Foul zu helfen wusste. Und es gibt Freistoß aus dem linken Halbfeld. Ja, was bei der Austria Holzhauser ist, bei den Löwen, Michi Lindl. Diesmal allerdings mit dem linken Fuß von der linken Seite wird er den Ball vom Tor wegdrehen. Und Serbest mit dem Fuß dazwischen. Pechlivanis rückt nach. Ja, das ist nicht ungefährlich. Was Zimmermann da macht, steht vor dem eigenen 16er, hat keine Möglichkeit, den Ball mit der Hand zu nehmen. Hätte er sowieso nicht gehabt, weil es ja sonst ein Rückpass gewesen wäre. Und jetzt wieder Lindl. Zu langsam, quasi nur dazwischen. Jegenolu, Mauersberger. Ja, Kaga kriegt er noch den Ball, tackelt den Ball, bevor er ins Out fliegt. Larsen mit einem angedeuteten Abschlag lässt den Ball aber ins Tor outkullern. Und es gibt Abstoß für Ossi Hatikic. Ja, Ball kommt zu Kwasina. Kwasina kann den Ball mit dem Kopf verlängern. Tajuri zieht nach innen. Bleibt am letzten Verteidiger hängen, nachdem er zwei überspielt hatte. Tajuri, der ja in den letzten beiden Saisonen bei Altach gute bis sogar ausgezeichnete Leistungen geboten hat. Ich hoffe, dass er jetzt bei der Austria Fuß fassen kann. Dass er bei der Austria, was heißt Fuß fassen? Er hat Fuß gefasst. Ich hoffe, dass er einfach mit seiner Technik, mit seiner Schnelligkeit auftrumpfen können wird und auch im violetten Trikot beweisen kann, was er drauf hat. Denn das ist einiges. So, es gibt Einwurf für die Veilchen. Marcinko hat sich schon an der Linie positioniert und wirft auf Kajode. Kann sich leider nicht durchsetzen, war ein Gegenspieler zwischen ihm und dem Ball. Mauersberger. Pardon, das war nicht Mauersberger, das war Jegenolu. Und die Münchner jetzt über ihre rechte Seite. Tajuri gelingt es nicht, dazwischen zu gehen, aber Serbest hat den Ball. Jetzt für die Austria wieder gesichert. Holzhauser. Ja, der Pass auf Tajuri hier ein bisschen zu steil. Hat versucht, den Ball noch abzugrätschen. Ist sich leider nicht ausgegangen. Larsen in einer Bedrängnissituation kann den Ball gut klären und Serbest im Doppelpass mit Kwasina am Weg nach vorne. Das war jetzt sehr gut gelöst von Serbest und Kwasina. Spielt auf Kajode. Und der Ball ist im Tor.
Es steht 2:0, 88. Minute. Ein wunderschöner Vorstoß von Tarkan Serbest. Sehr, sehr schön. Flach abgelegt auf Larry Coyote, der den Ball in der Manier eines Klassestürmers über Tormann Zimmermann lupft. Der Ball landet im langen Eck der Löwen. Es steht 2:0 für die Austria. Ich habe Ihnen am Anfang des Spiels gesagt, dass bei Spielen wie diesem die Leistung höher zu bewerten ist als das Ergebnis, aus logischen Gründen. Aber wenn man eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel gegen einen nominell starken Gegner mit 2:0, möge es so bleiben, das Spiel gewinnt, tut das dem Selbstvertrauen, dem Selbstbewusstsein der Spieler jedenfalls keinen Abbruch. Es ist auf jeden Fall eine gute moralische Injektion für jeden, der heute spielt. Und insofern können wir uns über diese Führung natürlich sehr freuen, auch wenn es heute nicht um Punkte oder einen Aufstieg geht. So, es gibt wieder Einwurf von der linken Seite, von unserer rechten Seite. Ausgeführt wie immer von Jens Trüer-Larsen. Larsen im Doppelpass mit Serbest. Ja, Serbest wird relativ rüde von hinten angegangen. Und es gibt Freistoß für die Wiener Austria. Hatzikic wird den Ball wohl hoch nach vorne schlagen. Wir schreiben mittlerweile die 90. Minute. Es wird nicht mehr so lange gehen. Vielleicht sehen wir noch ein oder zwei Offensivaktionen der Veilchen. Jetzt der Ball abermals im Out. Vier Stühle habe ich hergelegt. Ich will jetzt auch gleich kommen. Ja, aber du musst nicht nur herrichten, sondern auch verteidigen. Ja, da muss aber ich kommen gleich. In zwei Minuten haben wir es noch. Gibt wieder Einwurf für die Veilchen und wieder ist es Jens Trüer-Larsen, der den Ball werfen wird. Sucht Marco Kwasina. Kwasina von zwei Spielern bedrängt, verliert den Ball, aber Serbest schon wieder dazwischen. Serbest mit heute mit einem sehr guten Auge, muss ich sagen. Er bewegt sich sehr gut im Raum und hat ein sehr gutes Antizipationsspiel. Schnuppert die Situationen oft, bevor sie entstehen. Und der Schiedsrichter Alin Kias pfeift das Spiel ab, pünktlich nach 90 Minuten endet die Begegnung zwischen der Wiener Austria und TSV 1860 München mit 2:0 hier in Kirchschlag am Wechsel. Das letzte Testspiel der Wiener Austria ist positiv erledigt. Die Austria hat nun bei 8 Testspielen eine Gesamtbilanz von 7 Siegen und einer Niederlage. Und ich würde mal sagen, ein Sieg gegen 1860 München, auch wenn es nur ein Vorbereitungsspiel war, kann sich sehen lassen. Das Spiel hat über weite Strecken sehr kompakt und sehr durchdacht, sehr gut einstudiert gewirkt. Ich glaube, dass die Veilchen gut gerüstet sind für den Auftakt der Europa League Qualifikation nächste Woche im Ernst-Happel-Stadion. Und man kann, denke ich, als Veilchen mit Zuversicht in die neue Saison starten. Ich möchte noch einmal meine Einladung an Sie aussprechen. Kommen Sie bitte nächsten Donnerstag ins Happelstadion, wenn Sie Zeit haben. Es wird mit Sicherheit ein aufregendes, ein tolles Spiel werden. Es ist wieder mal ein internationales Spiel. Und die Austria-Spieler werden sich auf jeden Fall über einen starken 12. Mann freuen, der die Mannschaft bei ihrem hoffentlich langen Weg in die Europa League, also lang anhaltenden Weg in die Europa League, unterstützt. Und ich möchte mich sehr bei Ihnen bedanken fürs Dabeisein, fürs Nachsehen dieses Spiels. Bitte entschuldigen Sie noch einmal, dass es uns nicht möglich war, das Spiel live zu übertragen. Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um das zu ermöglichen. Aber leider war die Verbindung nicht gut genug, um einen Livestream zu ermöglichen. Wir hoffen, dass Sie die Nachschau dieses Spiels genießen konnten. Ich verabschiede mich jetzt fürs Erste aus Kirchschlag und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche am Donnerstagabend im Happelstadion. Ich werde auf jeden Fall da sein.
Ich hoffe, Sie auch. Schönen Abend, Forza Viola und alles Gute. Wiederschauen. Bitte, Spieler, bleibt ein bisschen da, gebt uns den Kindern Autogramme, die uns sehr freuen.